Moin Moin Schlumme, Ono David no, Kosino mit Hamburg und Estrich no, Söhne Musik, Hip-Hop, Bu Almo Neue und Busserjojo, am Horezi Umurat, Lati Ojo Maheike, du bist in der Schlumme, Lubaito. Ja, wir sind MBK, wir rappen seit 5 Jahren. Mein Freund Murat ist heute leider nicht da. Ich grüße ihn hier nach Hamburg, schöne Grüße. Also ich und mein Freund und Bruder Murat, der sich Eschkia nennt, rappen schon seit 5 Jahren, hat sich so ergeben, so wir haben, also ich habe mit 5 Jahren angefangen Tupac zu hören. Und dann hat man halt zwangsläufig irgendwie den Drang gehabt, auch so Musik zu machen. Und dann auch, wo wir uns kennengelernt haben in der Schule, in der Realschule damals, da haben wir uns in meiner Pause auch Spaß gebettelt. Danach hatten wir keinen Bock mehr auf Schule, erstmal eine Zeit lang. Haben wir dann ein bisschen einfach im Unterricht mal Texte geschrieben, uns gegenseitig beleidigt. Dann wurden die Texte immer ernster und ernster, bis wir irgendwann über Gott und die Welt gerappt haben, über unsere über Frust. Oder gut gelaunte Texte, depressive Musik, aber mit gutem Sound verpackt. Wollen ja nicht alle immer an das Depressive erinnern, sondern auch mal so ans gute Leben, weil Gott will ja, dass wir gut leben, denke ich zumindest so. Und ja, ich bin's David, euer Freund. Also durch meinen Cousin Marcel Dumann, der immer Sars und Martin spielt, ist Marcel auf mich gekommen, auf wegen Acoustic Night, haben natürlich sofort zugesagt, weil in Hamburg sind wir schon recht bekannt unter den Leuten, aber halt aramäisch gesehen nicht, haben wir uns nicht so wirklich da irgendwie eingesetzt, dass wir bei Aramäer unbedingt bekannt werden. Weil meine Zielgruppe ist natürlich auch Aramäer, weil ich das aramäische Volk sehr liebe und schätze. Aber das ist nicht meine einzige Zielgruppe, deshalb bleibe ich auch eher auf Deutsch, weil ich mehr Leute als Aramäer erreichen will. Weil wenn wir jetzt immer auf Aramäisch singen würden und rappen würden, immer die Probleme auf Aramäisch rappen, dann versteht es ja keiner. Unsere Probleme kennen wir ja schon, dann rappe ich lieber auf Deutsch unsere Probleme, damit jeder die verstehen kann und wir was in der Welt auch irgendwie ein Zeichen setzen können, Akzente setzen können und nicht einfach immer auf Aramäisch Musik machen, nur auf Aramäisch. Ich liebe diese Sprache, das ist die Muttersprache Jesus gewesen. Das ist, was Besseres gibt, kann man gar nicht haben, aber wir müssen auch uns irgendwie hier in Deutschland auch irgendwie, wir müssen Akzente setzen, wie gesagt, um unsere Probleme den Leuten näher zu bringen. Wenn wir nur auf Aramäisch Musik machen, da versteht uns ja keiner. Da brauchen wir auch nicht zu wundern, dass wir bei Völkermord nie Aramäer, sondern nur Armenier erwähnen, weil wir uns halt nicht in Szene setzen können. Weil auch viele Aramäer sich selber im Weg stehen. Wer ist MBK? MBK, das ist mein bester Freund, Bruder, Murat, der die Beats macht, der mit mir aufnimmt, alles mit mir macht. Wir sind halt das Tech-Team, so quasi. Und meine Wenigkeit, Avicii. Wir machen seit 5 Jahren zusammen Musik und es wird wahrscheinlich, wenn Gott es will, noch ein paar hunderte von Jahren weitergehen. Auch wenn wir sterben, wird unsere Musik auch noch irgendwie weiterleben, glaube ich zumindest so, hoffe ich zumindest. Daran werde ich auch alles setzen, damit es auch, dass ich mein Ziel erreiche, dass ich eine Legende werde. Heute reicht es vielleicht noch nicht aus, aber in ein paar Jahren vielleicht, dass wir eine Legende werden. So wie Tupac, aber halt aramäisch und der türkische Tupac. Die Gmano Taudi, Suryozat, die Acoustic Night. Taudi, Lu Martin Barman, Lu Jan, Lu Schlagzeugspieler, Lu Marcel, Cousin Ezi, Julian Steele, Cousin Ezi. Taudi, Lu Aramos, Lu Noah. Habe ich alle passiert, Uyamano, Heike, Taudi, Passion, ich weiß nicht.